das Wetter in der Woche diesmal für Annegret Kramp-Karrenbauer und die jungen Pioniere. Junge Pioniere kennen nur eins, die Tat. Junge Pioniere bauen den neuen Staat, wo nur gilt, wer etwas leistet. Dem Schmarotzertum erklären wir den Krieg. Junge Pioniere, immer vorwärts durch Arbeit zum Sieg. Meine Omi Glimsch in Zittau hat immer gesagt, wenn's zum Kartoffeln stoppeln ging oder zum Ehrenlesen, wo man natürlich auch die Felder abgeerntet hat als Flüchtling, hat immer gesagt, seid bereit. Und ich habe aus dem Garten rübergerufen, immer bereit. Und dann habe ich aufgepasst, dass keine Bullen kamen oder keine Bauern. Das ist ja manchmal dasselbe, wenn man so ein bisschen in die Früchte gegangen ist. Nicht? Jetzt geht ja die Kramp-Karrenbauer in die Früchte und hat zu dem Putin gesagt, wenn der weiter frech wird, wenn der weiter irgendwo einmarschiert, wenn der nur noch einmal einmarschiert, dann würden wir jetzt auch mit Atomwaffen antworten. Nicht? Die Antwort kann, und das ist also jetzt nicht nur als Drohgebärde, sondern das ist sozusagen, das ist NATO implantiert. Also das ist richtig, das gehört zur Rechtsmedizin bei der NATO. Nicht? Die NATO ist ja ein Freiheits- und Friedensbündnis, was weltweit für Freiheit, Recht, Ordnung, Sicherheit, Abrüstung und die jungen Pioniere eintritt. Also dass man da einfach sagt, das ist der Zusammenschluss dieser Staaten, beispielsweise Türkei, die natürlich, sagen wir, ein abgeschaffter Rechtsstaat ist, oder die frommen Katholiken in Ungarn oder in Polen. Meine Lieblinge. Ja, und dass man das, diese Staaten, nicht diese Staaten, die einfach zusammenstehen und notfalls eben kein Erstschlag. Wir warten ab, bis der Russe zuerst schlägt. Der Russe soll seine Atombombe zuerst und dann kommen wir. Weil wir sagen ja, seid bereit, immer bereit, eben auch zum Sterben. Leben und sterben lassen, Frau Kramp-Karrenbauer. Rotfront.